So, willkommen und hallo zu einem neuen Spiel. So, diesmal in, ja, halt live, diesmal sogar direkt, falls man es live guckt, ansonsten per Video. So, wie man oben schon sieht, wir haben was Neues, oder zumindest ich. So, und um was es sich handelt, sehen wir jetzt. Ja, mit der Sina, nein! So dumm kann man doch nicht sein. Na gut, schau mal, ob das Spiel besser ist. Nach 500 Mal System updaten und Spiel updaten kann ich ja jetzt endlich mal anfangen. Ich warte ja knapp schon seit einer halben Stunde eigentlich. Dann kam mal hier Update, da Update. Obwohl es am Dienstag, also vor, so, das kam jetzt erst raus. Am Dienstag und heute haben wir Donnerstag, also vor 2 Tagen. Haben das erst raus und schon gibt es ein erstes, ja, ein Update quasi. Aber gut, vielleicht gar nicht so schlecht, dann haben wir schon irgendwas gepatcht. Schauen wir mal. Gut, das kennen wir ja noch vom letzten Spiel. So, das Blaue sieht aus wie so. Ha, ne, ich sag's nicht. Gut. Und das Grüne sieht noch mehr so aus. Okay. Ich sage nicht. So, 2014, das ist ja jetzt ziemlich aktuell. Kommt halt immer erst Ende des Jahres raus. Deswegen passt es mit dem Datum nur für kurze Zeit. Aber schauen wir mal. Okay, also, alles, was wir hier sehen, alles zu Hause nachmachen. Wieder China! Ja, ich könnte kotzen. Haben die nichts anderes? Oh Gott! Jetzt wird immer mehr zum Hopperspiel, ey. Okay, Euler, nein, ich will keine Euler. Gut, okay, jetzt habe ich es angesehen. Dann stimmen wir mal zu. Kann man den Scheiß irgendwo ausschalten? Also die Ladezeiten sind immer noch extrem, aber es ist ja für PlayStation 3. So, Inhalte, genau. Beschleuniger und den Pass für die Season Pass. So, mach ich später. Brauchen wir jetzt nicht. Also die Musikwahl war echt schon mal wesentlich besser. Dem grünen Logo, wo aussieht wie das Logo vom Recyclinghof, aber okay. So, da gucke ich mal kurz, ob ich das Musik da irgendwo ausschalten kann. Ach, Optionen. Die Jukebox. Jetzt sind eigentlich nur zwei gute Lieder dabei, das hier. Also was ich jetzt gut finde, sagen wir mal so. Das kann alles weg. Aber für die Aufnahme schlage ich mal vor, machen wir alles weg hier. So, okay. Jetzt hoffe ich mal bloß, dass es jetzt da noch ruhig. Nicht, dass es die ganze Zeit ist, ja in Dauerschleife durchläuft. Ja, Rettung. Okay, so. Wo, also, wer zu NXT geht, das ist wohl ein Modus. Den gucken wir uns aber später an und den 2K. Dings hier, Case da, schauen wir uns auch später an. So, jetzt wollte ich mal ein Match machen. So, ein 4-Mann-Match. Ein Fatal 4-Way-Match. So, und das wünschen sich, denke ich mal, einige in echt. So, wo bin denn ich? Hier bin ich. Okay, ich muss noch einiges freischalten, das ist schlecht. Heruntergeladene. Da ist das Ding, da ist der andere Ding, so, und da ist der Ding. So, den Ding, den ich wollte, ist der da hier. Ich glaube, die ich haben will, die sind schon alle hier. So, Bray Wyatt gegen Kane gegen Undertaker. So, und natürlich nicht bei Superstars, sondern bei WrestleMania. Ich habe vorher noch nicht gespielt, ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung geht und so weiter, aber gucken wir mal an. Und wenn ich verliere, ist ja auch egal, dann habt ihr was zu lachen. Ha, ha, ha.
Okay, das gab es letztes Jahr auch schon. Gegner in die Luft schmeißen und dann abfangen mit dem Finisher. So, lass uns mal kommen. Weighing 323 pounds, King! And if you want to know how popular this superstar is, just listen to these cheers.
weighing 299 pounds, The Undertaker! Oh, listen to this place. Everybody's on their feet. I love this atmosphere. Also, da haben sie doch schon mal relativ gut was geleistet, würde ich mal sagen. Auch wenn es nicht so gravierend anders da aussieht. So, gucken wir mal, wie das geht. Okay, geht ja schon mal gut los. Ich krieg gleich mal auf die Fresse hier. Ich denke mal, das wird von der Steuerung her so ähnlich sein wie der Vorgänger. Also, bis jetzt fühlt sich fast so an. Weiß zwar nicht, was die Leiste da unten bedeuten soll, aber das werde ich, denke ich, mal noch rausfinden. Also das Match in echt, das wäre doch echt mal... Upsa. Wäre doch echt mal eine Hammeransetzung. So unwahrscheinlich ist das mittlerweile gar nicht mehr. Okay, wenn man... Die fangen jetzt direkt selber an zu rennen. Das ist jetzt schlecht. Das kann man vielleicht bestimmt noch einstellen. Ja, das ist schon ein bisschen nervig, wenn die so direkt zu rennen anfangen. Aber... Kann man bestimmt ausstellen. Moment, da muss ich mal schauen, das ist echt ein bisschen störend. Ach so, okay. Dann habe ich wohl den Finger zu fest auf den Knopf gelegt. Die sind bei mir überempfindlich eingestellt, die Dinger. Ja, jetzt sieht das doch mal besser aus. Gucken wir mal, wer gewinnt, also. Ich hoffe mal ich, aber das weiß man ja nie so vorher. Es sind ja immerhin noch drei andere da. Aber es sieht soweit eigentlich schon mal ganz gut aus, obwohl ich jetzt... Wie gesagt, im Vergleich zum Vorgänger ist es jetzt nicht so viel Unterschied von der Grafik her. Aber ich glaube, das kommt erst auf den mit neueren Konsolen wahrscheinlich etwas besser raus als wie hier, weil es ist ja noch die alte PS3, also noch die PS3 und nicht die PS4. Und die PS4, die wird es aber bei mir auch nicht werden, weil ich steige nicht weiter auf PS um. So, jetzt mache ich mal hier meinen Comeback an. So, gucken wir mal, wie ich das aktivieren kann. Okay, so schon mal nicht. Wäre ich auch noch gepinnt? So, komm, komm back, mach's an. Kreis drücken. Dreieck drücken.
Jetzt? Achso. Hui. Ach, ich glaube, ich habe gepennt ein bisschen. Hui. Jetzt habe ich einen Finisher. Ich glaube, für mein Splash ist es noch ein bisschen zu früh. Mach mal halt den DDT oder was das ist. Da gucken wir mal. Cool, mein Quer, die erste. Comeback. Okay, das war aber noch nichts. Stop. Wyatt hat gekontert und Kane hat einen Finisher. Scheiße. Jetzt werde ich noch in die Ecke gezogen hier. Oh Gott. Bumm, das war der Signatur-Splash. Und Kane hat zeigt den Tombstone. Uiuiui. Mich in Ruhe. Ja, der kommt da locker noch raus. Okay, sehr gut. Hit. Over Kane. Oh, ich glaube, das soll gleich was kommen auf mich hier. Gut, aber nicht. Okay, sehr gut. Oh, Cover da oben, aber im Seil, okay. Oh Gott. Da kommt die Schwester, ewige. Aber der Pin kommt nicht. Wird verhindert. Also bis jetzt gefällt mir das eigentlich ganz gut, auch wenn mein Controller leicht überempfindlich ist, aber das kann ja das Spiel nichts dafür. So, jetzt kommt wahrscheinlich gleich die Signatur auf mich zu. Oder auch nicht? Ach, besser. Nö, das wird noch nichts. Au. Okay, und die Geräusche, glaube ich, haben sie auch ein bisschen verbessert. So, Undertaker mit dem Tombstone und ich krieg wieder ein Cover ab. Kick out. Nicht mich attackieren. Aber was die Leiste da unten bedeutet, weiß ich immer noch nicht. Ich glaube, wenn man die voll hat, das ist, glaube ich, praktisch. Dann kriegt man, glaube ich, nein, Jumpslam! Ah, shit! Doppelcover, oh Gott. Und ein Doppelkickout, das war genau dasselbe wie beim letzten Spiel auch schon. Da gab es auch mal so ein Doppelkickout. Zu früh. Ne, liegen ganz schön lang rum hier. Wyatt will hier irgendwas machen. Lass mal schön bleiben hier. Ja, auf mich brauchst du es auch nicht machen, du Affe. Nein. Dein Splash da, den will ich doch gar nicht. Verdammt. Mal bloß, dass die mich jetzt raushauen. Also retten quasi. Fuck! Ja gut, erstes Match verloren. Kommt vor.
Ja, gut, war schon mal gut, aber warum musste gerade mich pinnen, der Arsch? Und noch zwei andere da. So, aber der erste Eindruck, den ich hab, der ist schon mal ganz gut soweit, würde ich sagen. So, dann gucken wir uns gleich noch den nächsten Modus an.